Guten Tag, hier ist der Gusor. Ich wollte nur kurz vorher, bevor ich mit dem Video anfange, halt sagen, ich war mit Sören und mit dem Alex unterwegs. Wir waren in Glücksburg und ja, haben da mal abgecheckt, was da so los ist. Da wurde mir in einer Facebook-Gruppe gesagt, ja, da ist relativ viel Voltoball, Magnetilo und sowas. Die findet man da und da haben wir uns auf den Weg hingemacht. Ja, nicht der normale Commentary-Style, weil wir waren so ein bisschen unter uns und ich habe halt einfach nur den Screenplayer durchlaufen lassen, beziehungsweise halt habe für euch halt das Wichtigste rausgezogen. Das heißt also, ja, ihr merkt höchstwahrscheinlich, ja, wir haben halt eben untereinander auch noch so ein bisschen rumgeblödelt. Und ja, habt viel Spaß damit. Ich hoffe, es gefällt euch und ja. Werden wir sehen, ob es euch dann gefallen hat. Wenn das der Fall ist, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das war's von mir und jetzt viel Spaß mit dem Video. Moly! Wer ist er? Timos. Er hat eine Glasscheibe vor sich, denke ich. Er will aus dem Handy ausbrechen. 600. Alter! Alter, richtig Geld. Das hat sich doch mal gelohnt. 1500 EP. Wie der Regen hat angesprochen, hat sich einmal gesagt. Tschüss, Tauboga, hau rein. So, ein 5er Ei in den Inkubator. Oh yeah, ich habe wieder neue Inkubatoren dazu gekriegt. Klar, beim Level aufstehen. Level up? Digga, ich habe noch 7 Minuten. Oh, hier Pummeluff. Ich fang gerade irgendwas anderes. Ja, mach ein Polka GMC Ventura. Hatte doch Markus. Alter. Irgendein Dach ist auf. Was hat sie? Oh, hat die getippt, sagt er. Das hatte 400 fast. Ach, du wolltest einsamen, oder was? Lass sie kurz einsammeln. Einsammeln. XL-Pokémon, Junge, XL. Ja, dann gucken wir mal jetzt mal an. Super, flicken Sie. Oh ja. Yeah, oh, ein Evoli! Kannst du überhaupt was? Ja, halt's Maul, Mann. Weil ja, warte, ich muss das mit Evoli getten. Ein 508er Evoli! Und jetzt ziehst du bitte rein. Jeder andere würde einen Hyperball nehmen. Ich mach's. Mach, wäre erstmal bewusst abziehen. Ja, auf jeden. Nehmi wäre, muss dafür sein, auf jeden. Aber Evoli. Wie groß ist meins? Auch 508. 77. Belastend. Ey. Alter, ich muss gleich rausgehen, Alter. Ich muss gleich richtig rausgehen. Wenn du verstehst, was ich meine. Es geht ab, Alter. Es ist hardcore. Abgängerig. Geht doch. Jawohl. Ja, läuft. Im Pokédex registriert. 314er Power. Boah, läuft, Alter. Evoli gegönnt, Alter. Ein 508er. Das gibt garantiert wieder ein 1300er, wenn ich es evolutioniere. Ja. Na, ich habe Sparky aber nur auf 300. Von daher könnte ich eventuell noch. Ein mächtiges Blitzer haben, ja. Richtig gutes. Auf jeden Fall wäre richtig mächtiges Elektrotyp. Guck mal hier, weil mein Aquana ist noch richtig low auf 500. Ja. Da bräuchte ich auch mal ein neues. Das geht gar nicht so. Aber würde ich lieber einen Blitzer nehmen. Bei Wasser-Pokémon findest du so auch starke Seemon und so. Im Blitz-Pokémon findest du nicht so oft starke. Naja, weil ich Seemon halt schon hab, war. Und ja. Seemon auf 600 noch was, aber das ist auch ja, nicht gut, viel. Aber den kriegst du ja aber auch wieder dann, ne? Aber was brauchst du, eher im Blitz-Pokémon oder im Wasser? Also ich würde jetzt noch einen Blitzer machen. So ein mächtig, mega mächtiges Blitzer. Und wir hoffen, dass es gute Attacken kriegt. Naja, ich kann jetzt eh noch nicht evolutionieren. Ich guck mal, was ich an Evolis habe erst wieder. Ich brauche noch 10 Punkte. Aber dann habe ich schon mal einen 500er. Da hinten ist ein Garados in der Arbeit. Elektrik auf 28, Alter. Wie mir das missfällt, Alter. Aber am besten ist das Austausch auf 25. Das muss ich mir einfach aufheben, weißt du. So, ich würde sagen, hier in die Gasse rein. Da könnte es sein, dass ein Abo auf uns wartet. Weil er wird auch noch angezeigt. Ja, bei dir. Ja, bei stopp, stopp. Hier. Sehr geil. Das zweite Abra heute. Ich habe ich in Hamburg gar nicht. 177er, naja. 295er, Junge. Fuck you. Stellen sind drei geboostete Pokestops. Ich sehe, es läuft. Ja, beim Schloss wieder, wa?
Ja, ja klar. Sich befreit und flüchtet. Fuso. Oh, ich habe nur einen normalen Pokéball genommen. Ich glaube, das bereue ich jetzt schon. Ja, du musst deinen Superball nehmen. Ich habe es auch bereut. Wie ich gleich einfach mal so direkt gefangen habe. 295er. Ho, ho. Ja, und dann zu den Pokestops hinfahren. Zu den Geboosteten direkt zum Schloss. Rein ins Schloss mit dem Ram. Ich glaub, da kommen wir nicht so weit. Ist eine Vollscheibe, okay. Nee, dann lass uns an dem Parkplatz parken und reingehen. Schon mal hier reinfahren, oder? Oder so. Naja, wir müssen Prioritäten setzen im Leben, das ist nun mal so. Ist doch hier Parkplatz oder was? Natürlich. Ja, also. Was denn sonst, Junge? Oh, witzige Einfahrt. Mann, die haben einen Anschluss von mir bekommen, also sollen sie nicht so haben. Ja, das erste Pokémon. Krabi. Und? Ja, auf deinem ziehe ich es wieder mit links ab, weißt du? Und mit rechts schaffe ich es auf meinem nicht, ey. Großartig. Junge. Voltoball. Sehr nice. Mach dein Auto aus, Junge. Genau. 57er. Jetzt muss meiner total abgehen. Ja, ein 242er. Schön Hemibeere. Und geleftet ist das aber. Hoden. Oh, ich wollte auch gerade sagen, ist gerade hier. Da könnte man nochmal einen Superball raushauen. Mir gehen die Superbälle echt voll weg. Wack, we want them. 10, ja, 4, sehr 50. Gut. Du bist nicht hardcore genug. Oh, hier, ich hab'n. Diesen Magnetilo. Mach doch die Kamera an. Die GoPro, hallo. Guck mal. Oder kann die GoPro nicht gucken? Erstes, hallo. Erstes Mal. Mach mal die Kamera an für GoPro, Junge. Ach, am Arsch. Ja, für Magnetilo, Magic. Halt's mal. 258. Läuft bei dir. Pokéball, Flick und Sieg. Ich will jetzt die anderen Stops noch abgehen, bitte. Wir müssen jetzt zum Schloss. Wir sind im Schloss. Nein, zum Schloss. Die anderen Pokestops. Voltoball. Oder am anderen Zünden gezündet. Ja, ja, läuft halt. Das sind jetzt die Bediensteten, oder was? Oder die Urlauber, die jetzt schon. Genau. Guck mal, wie sie da stehen. Mit dem Handy. Ein 450er Voltoball. 450. Überleg mal, was das wird. Ja, ich geh. Meine Erwartungsschwammer. Ja. Und vor. Moin. Moin. Jawohl, hier wird hart gegankt, Junge. Na klar, warum nicht? Hi. Moin. Der nächste Voltoball gleich. Okay. Ja, genau, den hatte ich zuvor noch gar nicht. Oh ja, ho. Oh. Mächtiges hatte ich gerade auf. Ich hatte ein mächtiges 250er aus dem Ei gerade an der Einfahrt. 250er Ratsfatz aus dem Ei. Und das, ja, kann man auch nehmen. Das ist ey, ich habe wie gesagt, heute zum ersten Mal. Also, ich bin sonst nur in Hamburg unterwegs und da ist nicht so wirklich viel. Da ist nur Traumato. Wie bestimmt überall. Halt den Schnabel. Hat nicht ganz geklappt. Also, ich finde. Was wollte ich sagen? Doch, du bist jetzt zu Gast. Taubsi ist ganz geil, weil du kannst sie ja schnell entwickeln. Das ist immer schnell 500 XP. Ja, okay, das stimmt. Das stimmt. Da Technologie, was hast du jetzt? Medaille? Typ Elektro. 10 Elektro. 10 Stück. Ja, habe ich auch gleich. Moin. Nehmt ihr eure Sachen dann nachher bitte mit, vor allem die Kippen und eher groß. Ja? Selbstverständlich. Ja, nee, so machen nicht alle, deswegen sage ich es nur. Ich hab hier keine Lust. Nee, das macht wirklich keinen Spaß, klar. Okay. Alter, schon wieder? Nochmal ihn, ja genau. Rennt hart. Ich guck gar nicht hinterher. 305er. Wer will immer raus? Hier der Boy. Ding. Seid ihr aus Flensburg? Nee. Flensburg. Oder eigentlich? Baderup. Großen Wir.
Plus wir, Baderup, Flensburg. Kilometer machen. Genau. Du hast eine Medaille verdient. 10 Elektro. Siehst du? Mächtig. Und hier gleich das nächste. Ballermüses-Ding. Mein Tilo, ich hab's immer gehasst. 398. 50 Pokémon und Pokédex registriert. Das ist eine neue Medaille. Ne? Das, die kannte ich auch nicht. Die Pokédex-Medaille, jawohl, die ist neu. 50 Pokémon und Pokédex eingetragen. Ich hätte schon der 115er Magnetilo dreimal ausgebrochen und einmal ausgebrochen mit Beere. Und der 398er. Gar nicht, war gleich direkt. Gar nicht, gleich Pokéball verhaftet. Taubsi. Aber geht gut hier mit dem Pokémon, ey. Ja. Naja. Ich hab sonst hier so in Hamburg hier so Planten und Blumen, so ein Park. Nur, da sind zwei Stops nebeneinander, nur Taubsi und Radfratz. Naja, dann bringt es dir auch nichts. Ne, EP, immer. Ja, aber. Ich kann es ja, auch okay. Noch als EP benutzen. Aber. Es kommt aber auch immer um Tag, Uhrzeit, wie auch immer anders. Ja. Immer anders. Ich würde sogar sagen, es kommt auch an, wie viele Leute da in der Nähe sind. Das könnte alles mit der Rolle spielen. Ja, wir haben gestern Abend mit Blue Texo echt Glück gehabt. Oh, das ist natürlich mächtig. Ja, allgemein. Mächtiges Aquarium. Ja, ist okay. Ich habe noch ein paar auf Lager, so ist nicht. Ja, ob sich das lohnt? Daran soll es nicht liegen. Wir haben alle, glaube ich. Na, nee, ja, ich habe auch noch drei, das ist nicht das Thema, aber das stimmt schon. Dann lieber eher einen anderen Stop abfahren. Jetzt haben wir hier wirklich die Sachen, die es hier gab. Also dann müssen wir erstmal Pokébälle sammeln. Die haben wir vorher schon. Ja, deswegen sind wir durch Flensburg vorher noch. Ja, wir sind hier ein paar Mal durch den Park gelaufen, einmal hin und zurück, hin und zurück. So, wollen wir jetzt noch die Arena knacken oder was? Die wird gerade bekämpft, oder? Es ist gerade am Fighten. Ja. Na, bis da sitzen wir eine ganze Weile. Ja, ich komme da nicht durch. Oder, ja. Keine Chance. Das ist schon. Ich komme da nicht durch. Wegen zwei seid ihr? 18. 20. Hauptsache die Leine schmeckt. Geht's dir, Luli? Tja, mit. Oh, jetzt wird es gerade nochmal gebumst. Und dann so ganz. Oder traint er sich selbst, kann das sein? Nee, er hat keinen rausgekriegt. 5. Die waren vorher 5 drinnen. Ich sag, nee, jetzt ist es nur noch. Denn es ist am cleversten, wirklich kurz davor, so als letzter so einzusteigen. Bam. Kurz hinstellen. Dudum, abfahren. Hast du deine Arena noch? Ja, glaub schon, ja. Ich guck mal gerade, ja. Ich hab da, hätte auch mal was reinstellen sollen, nicht Dulli. Ja. Aber ansonsten fahren wir da nochmal hin. Ja, obwohl, ist noch drinne. Ist eine Level 2, ne? Ist mir noch was harder. Oh, Anton! Juhu! Das war das erste Wasser-Pokémon, was hier auftaucht, oder? Das ist auch bei Carpador das Komische. Der ist ja. Der orientiert sich bestimmt an Wasserleitungen oder so. Ja, der Carpador ich so. Ist echt extrem gewesen, so die Tüte. Wenn du da immer den unteren Weg lang gehst, das ja. Ist dauernd. Aber da sind auch richtig viele Enders. Da war ich im Wasser, Enders, mitten im Meer in Anführungszeichen. Ja. Da kannst du ja ewig weit reinlaufen. Der Sohn war am Baden. Und ich dann nur in kurzer Hose hinterher im Wasser. Weißt du? Powerbank, Kabel in der Tasche. Und dann bist du da mitten im Wasser, weil sie 50 Meter im Meer drin. Erstmal Enders fangen. Ja, du dachten auch sonst was, ey. Habt ihr schon Relaxo? Nee. Nee. Da kenne ich auch noch keinen, der so einen hat. Aber den meisten. Ich sehe bloß die Arenen denn so 2400er Relaxo. Mhm. Ja, ob das immer so ein rechten Ding ist. Ja, das ist die nächste Sache. Hatten wir jetzt auch gerade, wo war das? Noch in Flensburg mit dem 2600er Arcani. Wo ich mir sage, nee, Level 33 war er. Okay. Nee, glaube ich nicht so ganz. Ja, Carpador. Level 10. Boah, Glurak. Der musste sein, komm, der musste sein.